Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Wir haben den Receiver ausgepackt, wir haben den Subwoofer ausgepackt, wir haben die Min 22 ausgepackt und uns angeguckt. Und jetzt kommt natürlich noch, das wollte ich nämlich unbedingt als separates Video noch machen, den Bluetooth-Adapter für den Receiver, der BT100. Den werden wir jetzt mal auspacken. Bei dem möchte ich euch echt gerne vorstellen. In einem separaten Video halt. Muss ich nur gucken, wie ich das jetzt hier rauskriegen. Ah, hier. Oder? Wartet mal. Durch. Ah. So, dann müssen wir das. Kriegen wir das hier durch irgendwie? Weil das ist eine echt geile Sache. Da können wir nämlich unser Handy, unser PC oder was weiß ich verbinden. Hier haben wir dann halt den USB-Kabel, der in den Receiver reinkommt. Also bei mir in den CX-A60. Und hier haben wir dann die Dogging Station. Seht ihr das? So, und da oben USB. Hier steht auch Cambridge Audio drauf. Ich weiß auch jetzt nicht aus, ob wir da auch normalen Stick ran machen können. Eigentlich müsste es mit einem normalen USB-Stick oder Festplatte auch funktionieren, dass wir dann darauf zugreifen können. Das stellen wir dann einfach, ich mache das mal so, stellen wir dann so einfach daneben, dann steht das so. Ich werde euch mal ranzoomen, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. So, nimmt nicht viel Platz weg. So, machen noch ein Stück runter, so. So, da steht es dann so. Und dann können wir hier, haben wir auch, was richtig cool gemacht ist, wir haben dieses Cambridge Audio Logo da drauf. Ah, die Kamera pegelt sich gerade nicht ein. Was auch gleichzeitig ein Knopf ist. Und hinten steht dann auch Cambridge Audio dran. So, jetzt hat sie sich eingepegelt. Jetzt können wir mal gucken. Da. Und das ist auch gleichzeitig ein Knopf. Hoffentlich das hört er. Und dann stecken wir das hier einfach hier oben rein. So. Und dann ist er da dran. Und dann ist er praktisch eine Bluetooth-Antenne. Dann können wir unser Smartphone, PC oder was Bluetooth hat, mit Bluetooth da verbinden. Und unsere Musik über die Anlage. Ich zoome mal raus. Praktisch auf den, kommt es dann zum Subwoofer und zu den Boxen. Finde ich sau geil. Wireless Play. Also das, achso, ich denke mal, das ist nur der USB-Stecker und das ist das Wireless-Ding, beziehungsweise Bluetooth-Teil und dass wir da auch normale USB-Sticks anschließen können. Via Bluetooth und Home Entertainment. Ja, genau. Hier hinten ist es auch nochmal drauf. Dass es dann per Bluetooth funktioniert, müsste dann rein theoretisch auch mit einem normalen Stick funktionieren, wenn wir da irgendwas dran schließen wollen, so sieht das aus. Und das wollte ich euch unbedingt nochmal in einem separaten Video vorstellen, weil es nicht so, dass man das hinten einfach so anschließt an die Anlage, dann ist es weg oder so. Wir haben halt wirklich so ein kleines Standteil, wo wir das hinstellen können, daneben stellen können, damit wir einen guten Empfang haben, das auch wirklich nicht stört. Und wir können es auch abstöpseln und dann halt einen USB-Stick wahrscheinlich, ich weiß es noch nicht, ich werde es testen, ranmachen und normal verbinden und Musik, die wir auf dem Stick haben oder so, da abspielen können. So, das soll es auch zu diesem kleinen Video gewesen sein. Der BT100. Links mache ich, euch dann natürlich alles in die Videobeschreibung. Jetzt geht's an Anschließen. Ich werde meine Leuchte hier noch hinstellen, Licht anmachen, weil es hier schon arschdunkel geworden ist. Wir haben hier ein bisschen Unwetter, dass ihr auch alles seht. Und dann werden wir das mal vernünftig aufbauen. Ich weiß noch nicht, wie wir es aufbauen, wo wir es aufbauen werden und wie ich es anschließen werde. Das werden wir uns dann gleich alles spontan antun. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen war ein Träumchen, Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ahoi, sagt euer Odin.